So, schauen wir erstmal, was am Teamspeak so abgeht. Oh, Shirio, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe euch gar nicht bemerkt. Und ich glaube, ich weiß auch, warum dass ihr hier seid. Und zwar haben mich viele auf YouTube, Instagram und Facebook angeschrieben. Hey, Trisys, wann verlost du das Trisys Mausbett? Und darum ist heute die Verlosung des Trisys Mausbett. Und es haben auch wirklich viele in den Kommentaren mitgemacht. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das ist einfach Wahnsinn, wie viel das sich an dem Gewinnspiel beteiligt haben, wie viel das mitgemacht haben, wie viel das ein ewig langes Kommentar geschrieben haben. Ist einfach zu krass. Es sind auch, glaube ich, insgesamt 115 Kommentare, Leute. 115 Kommentare. Leute, das ist einfach Wahnsinn. Ich hätte mir nie gedacht, dass da wirklich so viel mitmachen. Und wie gesagt, werde ich jetzt von allen, die mitgemacht haben, die Namen nehmen und in eine Schüssel reintun. Und dann wird die durchgemischt und dann der, wo gezogen wird, der bekommt dieses schicke Teil hier. Dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und fangen wir an. So Leute, ich habe jetzt alle Namen auf den Zettel geschrieben und es sind einfach unendlich viele Zettel geworden. Und jetzt brauchen wir noch eine Schüssel. So Leute, ich habe jetzt hier schon die Schüssel mit den ganzen Namen drin. Ich werde jetzt auch nochmal alle Namen vorlesen, dass jetzt keiner auch sagen kann, du hast mich nicht drangenommen und bla bla bla. Wir haben einmal hier den Robin Hood, der Eidgenosse, Tim Blüming, Tape Deluxe, Senos Deluxe, da haben wir die Deluxe, MC Crafter, Smare2HD, ich kann kein Englisch, also nicht übel nehmen, Vibes LP, It's Daily, Nico Frey, Max Mauermann, Peter Huhn, Robert Manin, Flixel, Komora Zockt, Simi, Bayern, Bato Jr., Christian Bartagau, Leox, Lukas S., der Daniel, Steve Bennett, MLG Eisbär und Mala. So, und jetzt sind alle in der Schüssel und jetzt wird einer ausgewählt. Ich habe auch nichts im Ärmel, weil ich dafür habe zu kurz. Und jetzt halt wird erstmal durchgewählt. Eigentlich sollte ich ja die noch in der Mitte falten, oder Leute? Das ist blöd, weil ich sonst beschäftige ich. Wir machen es anders, wir falten die nochmal. Ihr seht da, ich tue keinen raus, seid euch sicher. So Leute, ich habe jetzt nochmal alle Zettel gefalten. Ich habe jetzt auch zu 100% keinen rausgetan. Ich bin so ehrlich, ich schwöre sogar drauf, dass ich keinen einzigen rausgetan habe. Und jetzt, ihr seht man immer noch die Schiffe, ihr seht, voll unnötig eigentlich, dass ich die jetzt gefallen habe, weil ich vermische die jetzt und dann schaue ich so nach hinten, dass ich auch keinen habe. Ich werde auch dann so runtergreifen, so komisch, dass ich ja nicht beschummeln kann. Und ich bin jetzt einfach so mega gespannt, wer gewinnt. Schauen wir mal. So Leute, ich würde sagen, die haben jetzt genug durchgemischt und jetzt greifen wir rein. Irgendwo ganz unten, ich mache sogar die Augen zu. So, der liegt ganz unten, ne? So, ich habe hier einen Zettel. Jetzt bin ich gespannt, wer da drauf steht. Ich habe ihn noch nie mal angeguckt, den Zettel. Ja, ist so von mir, weil ich die ganze Zeit in die Kamera gucke. Und jetzt schauen wir mal, wer gewonnen hat. Und es hat gewonnen. Der Bato Junior, als ob der gewonnen hat. Das ist richtig nice, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Auf jeden Fall meine Glückwünsche, Benny, für das Trisys-Mausbett, das ist ja auf jeden Fall verdient, das ist auch jeden Tag Test. Also der hat es wirklich verdient. Und für die, die wo jetzt fragen, Trisys, ich will unbedingt zum Mausbett. Wieso habe ich jetzt keins bekommen? Leute, schaut mal her.
Leute, ich glaube, da könnt ihr jetzt nichts mehr sagen. Ich habe nämlich gut 10 Stück von denen noch. Also ich werde auf jeden Fall im Livestream, in anderen Videos noch ein Mausfeld verlosen. Also macht euch da keine Sorgen drum. Ich habe noch mehr als genügend von den Dingern. Und ansonsten hoffe ich, dieses kleine Auflösungsgewinnspiel hat euch gefallen. Es tut mir wirklich leid, weil viele als Feedback auch geschrieben haben, Choices bringen mir Videos, das würde ich als einziger verbessern. Es ist einfach zurzeit einfach nicht zeitlich möglich, dass ich mehr Videos bringe, weil ich einfach so viel um die Ohren habe, von Arbeit her, von YouTube, von Sachen, die im Hintergrund laufen, von dem Main City Server. Ihr müsstet mal in meine Haut stecken, sagen wir mal so. Ich würde gerne mehr YouTube-Videos machen. Ich versuche es auch zum Großteil, dass ich mehr bringen kann. Auch ein bisschen mit den Karten zurückzuschalten, dass ich noch mehr bringen kann. Aber es haut halt in letzter Zeit nicht so gut hin. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich versuche mein Bestes zu geben, dass mehr Videos kommen. Und ich werde jetzt demnächst auch wieder ein gutes Video raushauen. Nicht so einfach so eine Auflösung, weil das ist ein bisschen lappenhaft, finde ich. Und ansonsten war es mit dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!